Das Unbewusste, der Traum, Zufall und Verwandlung. Im Surrealismus wird das rationale Weltbild in Frage gestellt. Eine Geisteshaltung, die im Paris der 1920er Jahre ihren Anfang nahm. Die Künstlergruppe um Gründer André Breton zelebrierte Freigeist, Gemeinschaft und Offenheit. Mittendrin zahlreiche Künstlerinnen, die die Bewegung mit ihren Werken prägten. Das erotische Begehren ist ein zentrales Thema der Surrealisten, der Körper der Frau, ein wiederkehrendes Motiv. Auch in den Werken der Künstlerinnen. Sie zeigen einen spielerischen, selbstbewussten Umgang mit dem eigenen Körperbild und der Sexualität. Dorothea Tanning und Toyin schaffen kraftvolle Frauenbilder, in denen sich der weibliche Körper einer männlichen Darstellung als Objekt der Begierde entzieht. Andere Künstlerinnen drehen die Perspektive um. Leonor Fini ersetzt das Motiv der schlafenden Venus durch einen männlichen Akt. Oder weist dem Mann den Weg. Ein neues weibliches Identitätsmodell. Mit dem Wunsch nach Anerkennung der eigenen Individualität befragen die Künstlerinnen ihr Spiegelbild. In den Selbstporträts von Claude Cahun verschmelzen Gegensätze und Gemeinsamkeiten der Geschlechter. Sie schlüpft in verschiedene Rollen, spielt mit Androgynie. Leonora Carrington zeigt sich in einer rätselhaften häuslichen Szene in Männerkleidung. Eine weibliche Hyäne verkörpert ihren unbändigen Freiheitsdrang. Tiere und Mischwesen wie die Sphinx finden sich in zahlreichen Werken der Surrealistinnen. Angelehnt an die Mythologie und Sagen verschiedener Kulturen sind sie Symbole der Metamorphose und Veränderung und zeugen von der animalischen Natur des Menschen. Frida Kahlo verbindet das eigene Schicksal mit Motiven der vorkolonialen Kultur Mexikos. Im Umkreis der Künstlerin entstand während des Zweiten Weltkriegs eine lebendige, surrealistische Szene. Der Surrealismus war international. Von Europa über die USA bis nach Mexiko. Durch das Exil oder in gemeinsamen Ausstellungen vermischten sich Ideen und kulturelle Einflüsse. Das surrealistische Netzwerk ist geprägt von einer beeindruckenden Vielfalt individueller Ansätze und von wegweisenden Künstlerinnen. Verbunden durch eine gemeinsame Haltung über Grenzen hinweg.